Mit dem neuen Herrscher Heinrich V. war der Konflikt zwischen Kaisertum und Papsttum noch lange nicht gelöst. Gerade das Reformpapsttum hat sich immer stärker positioniert und seine Standpunkte ausformuliert. Zuerst schien der neue König die Gegebenheiten zu akzeptieren. Er besetzte Bischofsstühle mit Reformern, hielt aber an der prinzipiellen Verfügungsgewalt fest. Weiter überreichte er Ring und Stab. Währenddessen verließ Papst Paschalis II. Aufgrund von Konflikten Rom und ging nach Frankreich, das jetzt die Basis des Widerstandes gegen den König werden sollte. Auf einer Synode wurde das Verbot der Laieninvestitur betont und mit Kirchenbann bedroht. Allerdings lud der Papst den König nach Rom, wo ein allgemeines Konzil den Streit schlichten soll. Heinrich V. passte die Einladung, denn er wollte ja zum Kaiser gekrönt werden. Allerdings wurde der Romzug erst 1110 in Regensburg beschlossen. Zu Ostern diesen Jahres verlobte er sich mit der englischen Prinzessin Mathilde, die auch bald zur Königin gekrönt wurde. 1114 folgte die Hochzeit. Heinrich V. sammelte ein Heer, das 30.000 Ritter gezählt haben soll. Ein Teil zog über den großen St. Bernhard, der andere über den Brennerpass. In Oberitalien gab es keine Schwierigkeiten, der Papst geriet immer mehr in Bedrängnis. Daher legte er ein Angebot. Verzichtet der König für alle Zeiten auf die Investitur der Bischöfe und Äbte mit Ring und Stab, dann sollte die Kirche sämtlichen vom Reich stammenden Besitz zurückgeben. Damit wäre die Ursache beseitigt. Allerdings sollte der Kirchenstaat nicht angetastet werden. Der König sah die Gelegenheit, seine Position zu stärken und massiv an Macht gegenüber den Fürsten zu gewinnen.